Auch für Carina Berger gilt 300 Franken Budget und 2 Stunden Vorbereitungszeit. Das hindert die Köchin aber nicht daran, ein üppiges Menü zu zaubern. Zum Apéro gibt's verschiedene Amuse-Bouche. Dann folgt als Vorspeise ein Seeteufel mit Wasabi-Kartoffelpüree, als Hauptgang ein Rindsfilet mit Risotto und zum Dessert eine Aprikosenglacée. Da-da-da-da! Ob das trotz Hightech-Küche zeitlich reicht? Ich habe nie einen Zeitplan. Bei mir ist à la Española. Weißt? Entweder gibt es zu essen oder es gibt keinen. Vielleicht erst um 11 Uhr in Spanien. Ich denke schon. Doch mit Kochen allein ist für die Gastgeberin noch nicht getan. Oma. Auf Carina Berger warten auch noch Mutterpflichten. Töchterchen Chennai möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Trotzdem, jetzt gilt's ernst. Jeden Moment kommt die Rührblü-Jury. Et voilà! Zwei Menschen! Hoi zusammen! Herzlich willkommen! Ah, nein, ich bin ja bei dir. Man kommt zu ihr und hat schon das Gefühl, man sei zu Hause. Sie ist wie eine Mama, die schaut, geht es allen gut an, und die Kinder sind noch da, und sie kochen und machen. Es ist so, man fühlt sich sofort zu Hause und wohl bei ihr. Ja, schau mal, das Pinsali. Und los geht's mit dem Apéro. Ja, traumhaft, schau mal. Sind extra für dich, Spatz. Ja, Grivetti, ja, das ist schön. Ja. Schön. Ganz Reto und Monika, darf ich noch mal fragen, darf ich noch mal kochen? Sie ist jetzt schon das Lied in der Schaurigstrang. Nein, das geht nicht. Bei der Amuse-Bouche angefangen, sehr einfallsreich, wunderschön vorbereitet in den Einzelportionen, in dem Löffel. Aufwendig, toll, gut fürs Auge, schön fürs Auge und gut im Geschmack. Ein Auftakt nach Maß. Doch bei der Ankündigung der Vorspeise vergeht Reto Scherrer das Lachen. Es geht darum, ich mache euch ja so einen Fisch, oder? Aber jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich. Schon wieder Fisch? Ja! Nie hat es mal Pasta gegeben, immer gibt es Fisch. Ob das Konsequenzen in Sachen Rüebli haben wird? Wie immer muss ich sagen, bei einem Fisch, man kennt es von Valentino her, ist überhaupt nicht das, was mich anspricht. Und ich habe zuerst gedacht, oh Mann, jetzt gibt es schon wieder Fisch. Und ich habe es ihr auch gesagt, Carina. Und als ich es dann gegessen habe, musste ich sagen, hey, das ist super. Das ist 1A. Glück gehabt. Ich bin so stolz, dass du den Fisch gegessen hast. Die vielen Proteine im Seeteufel scheinen allerdings nicht allen zu bekommen. Also so gestörte Siechen werden wir lange nicht mehr in einer Gruppe. Es hätte etwas, was wir besser machen können, dass die Gäste anständiger gewesen wären und noch mehr geschätzt hätten den riesen Aufwand, den sie gemacht hat. Doch als zweifaches Mami von Chennai und Noemi weiß Carina Berger, wie man übermütige Geschöpfe ruhig stellt. Ostereiermalen ist angesagt. Ich wünsche euch viel Spass, während ich jetzt mal in die Küche starre. Ich freue mich total. So. Jetzt. Und welch Wunder, Ruhe kehrt im Hause Berger ein. Allerdings nur für einen kurzen Moment. Ist lustig, ich mag mich gar nicht rein, weil ich selbst mal einen Pinsel in der Hand hatte. Außer meinen eigenen. Was mir aufgefallen ist, wie schnell alle Gäste, inklusive mich, wie schnell dass man wieder zurückgeht in die Kindheit, in die Zeit vom Kindergarten, vom Ostern, Eieranmal und so weiter. Also das war etwas, was mich sehr berührt hat. Ostereier anmalen finde ich eine sehr spezielle Idee. Das meine ich aber nicht negativ, sondern sehr positiv. Ich kann, das geht mir sicher nicht an meinem Ostereier. Ich habe mein Leben lang schon nie mehr gemalt. Aber ich denke mir, für das, dass ich es noch nie gemacht habe, ist es relativ gut rausgekommen bei mir. Ah, jetzt läuft aber alles ins Mandel rein. Du bist gar nicht schlecht. Noch ein paar Finessen am Ei und am Filet. Dann sind die Kunstwerke und auch Carina Berger mit dem Hauptgang fertig. Ah ja, das kann ich noch von der Noemi. Ein guter Miteinander, ein guter mit der Hand. Okay. Ja, meine Hand ist jetzt gerade abgeröselt. Diesen Ding. Haben alle noch Wasser? Will jemand noch? Das Rindsfilet mit der Marsala-Soße war ganz fein. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Sie ist auch ein bisschen so ein Soßenspezialist. Das merke ich raus. Je nachdem, wie die Soßen kreiert sind. Das hat sie drauf. Jetzt der Risotto, das war jetzt nicht mein Ding. Der Risotto war wie Milchreis für mich. Es hat mir etwas gefehlt. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach. Irgendwie ist er nicht. Ich habe ihn nicht gern. Nein, den habe ich nicht so gerne gehabt. Ui, Dominika, trotz gutem Wein, Reto Scherrer hat ebenfalls etwas zu bemängeln.
Es hat kein Brot gehabt und ich brauche einfach Brot zum Essen und es hat kein gehabt. Es hat den ganzen Abend kein Brot gegeben und ich weiß nicht genau wieso. Entweder hat man es vergessen oder die essen sonst nie ohne oder mit Brot und ich verstehe es nicht. Scheibe. Und Carina Berger versteht nicht, warum die Glasse nicht richtig gefroren ist. Es hat schon ein bisschen Zitrone drin. Immer viel Zitrone. Doch die Rührblü-Jury hat am Dessert nichts auszusetzen. Bis jetzt ist alles gut. Das hat sie ganz, ganz fein gemacht. Wirklich etwas Erfrischendes auch. Das Aprikosenglasse zum Dessert, muss ich sagen, sensationell gewesen. Also ich habe gar nicht gewusst, dass man eine Glasse selber machen kann. Ich kaufe da normalerweise immer. Und das Beste an dem Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht das Essen gewesen, sondern Carina. Na, da kann in Sachen Rührblü wohl nichts mehr schiefgehen. Noemi! Langsam aber sicher neigt sich der Abend dem Ende entgegen. Und damit sich alle noch lange an die gemeinsame Zeit erinnern werden, schießt Carina Bergers Tochter Noemi zum Schluss noch ein Erinnerungsfoto. Bitte lächeln. When the night has come. Monika Kählin stand als erste der vier Promis am Herd und holte mit ihrer Hausmannskost 11 von 15 möglichen Rührblü. Reto Scherrer egalisierte dieses Resultat mit seinem Thurgauer Abend. Valentino schaffte dies nicht ganz und erhielt für sein Dinner 10 Rührblü. Wo reiht sich Carina Berger mit ihrem Dinner in der Rangliste ein? Das entscheidet sich jetzt. Liebe Carina, ich würde von Herzen gern 5 Rührblü geben, aber weil es kein Brot gibt, den ganzen Abend, gebe ich dir Nummer 4. Ich hoffe, es ist okay für dich und es tut mir auch relativ fest weh im Herzen. Und ich hoffe, dass ich dich doch mal irgendwann vielleicht heiraten kann. Also das bist du ja schon. Aber trotzdem. Für mich war es am schönsten. Es hat am gesamtesten gepasst von diesen Abenden. 5 Rührblü für dich. Und eins, was du wegnehmen musst, ist noch für den Risotto. Da kommst du von mir drüber. Mach zusammen 12 Rührblü von möglichen 15 für Carina Berger. Und damit ist klar, Carina Berger ist die Gewinnerin des goldenen Rührblis. Das wissen die vier allerdings noch nicht. Als Gastgeberin des heutigen Abends erhält Carina Berger die Aufgabe, den Gewinner zu verkünden. And the winner is. Ja, da können wir fein lassen. Oh, danke. Yeah! Merci. Herzliche Gratulation. Carina Berger. Alles Gute. Ich bin gerne Gastgeberin und es ist schön, für das mal eine Auszeichnung überzukommen. Selbstverständlich, wenn du irgendwie gekocht hast und nachher am Tisch kommst, Komplimente über Senden. Aber dann natürlich noch etwas, das kannst du aufhängen, ist natürlich schon auch noch der Top. Alles Gute. Ja. Wirklich. Ich finde, Carina ist eine absolut würdige Gegnerin gewesen und vor allem eine würdige Gewinnerin. Und ich mag ihr das ganz herzlich wirklich fest gönnen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann wieder mal hierher kommen können essen. Das Minimum, oder? Katz. Die Liebe, die sie in die Speise hineinbringt, das merkt man auch, wenn sie kocht. Und vor allem, es war sehr gemütlich hier. Und ich mag sie wirklich von Herzen gönnen. Ich bin kein Wort mehr raus. Nein, ich meine, ich bin es nicht gewöhnt zu verlieren, ganz ehrlich gesagt. Oder? Jetzt ist es wieder so eine Sendung und etwas ohne Mila und auch wieder nicht gewonnen. Das macht mir ein bisschen Mühe, gell? Aber ja, okay, du musst es akzeptieren, gell? Braucht ein paar Wochen, dann habe ich es wieder verdaut. Doch Valentino und die anderen Verlierer gehen nicht ganz leer aus. Carina Berger gewinnt neben dem goldenen Rührblü auch einen Gutschein im Wert von 1'000 Franken im Zürcher Luxusrestaurant Taos. Also ich schlage vor, dass wir alle wieder zusammen gehen. Ist gut? Ja, gut. Wir sind dabei. So werden die neu gewonnenen Freundschaften auch nach dem goldenen Rührblü weitergepflegt. Wie schön.